Freunde, ich melde mich heute aus aktuellem Anlass wieder aus Berlin. Und zwar geht es mir heute um das Schicksal von Oberfeldwebel Alexander Bittner, der seit einigen Wochen in der JVA Aichach einsitzt. Und er hat 18 Jahre treu dem deutschen Staat gedient. Und jetzt wurde er im September verhaftet und aus seiner Kaserne, dort wo er stationiert ist, direkt in die JVA Aichach überführt. Was hat Alexander Bittner getan? Er hat sich einem Experiment widersetzt, und zwar dem Impfexperiment. Bis vor einem halben Jahr galt ja bei der Bundeswehr noch die sogenannte Duldungspflicht, dass Soldaten eine gewisse Impfung, die Corona-Impfung, dulden müssen. Alexander Bittner, Oberfeldwebel, 18 Jahre treu dem Staat gedient, hat jedoch für sich entschieden, ich möchte das meinem Körper nicht antun und ich möchte mich nicht impfen lassen. Dafür wurde er angeklagt und dafür wurde er jetzt verurteilt zu einem halben Jahr Haft beziehungsweise zu 2.500 Euro Geldstrafe, die er aber nicht bezahlen wollte. Er hat gesagt, er hat nichts Unrechtes getan und er hat ein Gnadengesuch an den Herrn Söder geschickt, an Ministerpräsident Söder von Bayern, und hatte gehofft, dass diesem Gnadengesuch eigentlich stattgegeben wird. Nun wurde er noch während das Gnadengesuch lief in seiner Kaserne verhaftet und in die JVA Aichach überbracht. Es ist der absolute Wahnsinn, noch dazu, wenn man weiß, dass diese Duldungspflicht auch auf Druck von Rechtsanwälten, von unserer Bundestagsfraktion, von vielen einzelnen Abgeordneten aufgehoben wurde. Vor einem halben Jahr, wie gesagt. Und jetzt wird dieser Oberfeldwebel Alexander Bittner zu einer Haftstrafe verurteilt, die ihm auch über Weihnachten noch im Gefängnis einsitzen lassen wird. Er hat Familie und da wird überhaupt keine Rücksicht mehr drauf genommen. Und auch ein Gnadengesuch wird einfach nicht beantwortet. Man muss sagen, es ist ein Wahnsinn, was in diesem Land passiert. Es ist irre. Da laufen tausende verurteilte Straftäter, Gewalttäter draußen rum. Die werden nicht eingesperrt, weil die Gefängnisse voll sind, übervoll sind. Und dann wird einer, der sein ganzes Leben lang dem deutschen Staat und dem deutschen Volk gewidmet hat, wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er sich nicht hat gegen Corona impfen lassen wollen. Deswegen müssen wir auch immer wieder daran erinnern, welches Unrecht in den Jahren 2020 bis heute begangen wurde. Und deswegen werden wir immer wieder darauf hinweisen, und ich habe auch selbst an Söder und Pistorius, unser Verteidigungsminister, geschrieben, dass er doch bitte sofort dieses Urteil aufheben lassen soll und dass Alexander Bittner wieder freikommt und zu seiner Familie. Bis jetzt wird auch dieses nicht beantwortet. Wir werden aber weiter dranbleiben. Wir werden uns da nicht den Mund verbieten lassen, weil das sind Ungerechtigkeiten, die kann ich nicht einfach unbeantwortet lassen. Deswegen, es gibt auch eine Möglichkeit, dem Alexander Bittner moralische Unterstützung zu geben. Man kann ihm schreiben, bitte einen frankierten Rückumschlag reinlegen und wenn er in der Lage ist und die Zeit findet, dann wird er auch antworten darauf. Unser Abgeordneter Otten, der war am 1. Oktober, hat ihn besucht dort in der JVA und hat mit ihm gesprochen und hat ihm unsere moralische Unterstützung versichert. Und ich bitte euch, unterstützt ihn auch und wir werden es auch in den Medien weiter öffentlich machen, denn die Mainstream-Medien, die sogenannten Qualitätsmedien, die schweigen natürlich darüber. Das war jetzt so meine emotionale Sache heute aus Berlin und ihr werdet bald wieder von mir hören. Auf Wiedersehen, euer Thomas Dietz aus dem Erzgebirge.